So, hallo und herzlich willkommen wieder mal auf Daves Balkon. Und es ist auch nicht mehr so kalt wie die letzten Tage. Ich habe jetzt hier ein bisschen dünnere Jacke angezogen, ist jetzt allerdings dafür sehr windig geworden. Ich hoffe, es weht mich nicht vom Balkon. War der geil. Nee, aber ich muss tatsächlich aufpassen, dass mir hier das Zeug nicht runterweht. Also das ist schon... Also es geht hier eine steife Brise. Also wir sind es in Süddeutschland ja nicht so gewöhnt, dass es so extrem ist. Andere vielleicht eher, aber jo. Also ich habe hier zwei Sachen heute zu präsentieren. Die Weihnachtstage sind jetzt vorbei. Ich hoffe, ihr habt sie alle gut überstanden und euch geht's gut soweit. Und ich habe euch heute ja was Lustiges mitgebracht, und zwar aus Österreich die Weiße. Aha. Aus der Herrenhandtasche von Nils und Tanja, die ich an der Stelle nochmal herzlich grüßen möchte. Und auch den Flavian, habe ich versprochen. Und auch Quanni Santor, da habe ich glaube auch schon mal versprochen. Da weiß ich den richtigen Namen nicht, aber der hat ein ziemlich cooles Profilbild auf jeden Fall. So, ja, die Weiße, darf man das überhaupt noch sagen oder ist das schon so rassistisch heute? Also, wobei die Schwarze, also das gibt es ja, also das Schwarzbier, die Schwarze, das habe ich jetzt davon also so noch nie gehört. Kann man aber auch machen, dann kommt das Ganze auch noch aus Österreich. Jesus Gott, das ist ja also furchtbar, das darf man das überhaupt noch trinken? Ich weiß es nicht, aber ich trinke es jetzt mal, ich probiere es jetzt mal. Salzburg älteste Weißbierbrauerei sogar. Ein helles, naturtrübes Weißbier, Vollbier, 5,2%. Es steht jetzt zwar nichts vom deutschen Reinheitsgebot, sind ja auch Österreicher. Sozusagen deutsche zweiter Klasse. Nein, nur Spaß. Und, also da ist drin Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hefe und Hopfen. Also, Weizenmalz, nee. Ich weiß es jetzt nicht. Doch, schwierig. Ich müsste jetzt nochmal nachlesen, was eigentlich alles gemäß dem deutschen Reinheitsgebot rein darf und was nicht. Aber es sind zumindest jetzt schon mal keine völlig abstrusen Sachen drin, wie irgendwie Zimt und Nelken und Koriander und so Sachen. Also es ist wohl, ich vermute mal, es dürfte nach dem Reinheitsgebot gebraut sein. Was ich noch viel lustiger finde, ist, dass es diesen klassischen Plopp-Verschluss hat. Den liebe ich. Der ist easy, man braucht kein Feuerzeug oder einen Öffner dabei haben oder irgendwas, ne? Und das gibt es bei uns, wird es immer seltener. Also die großen Flaschen vom Grünen Krug, diese 0,75er, die haben das noch alle, ne? Die bringen ja auch alles mal Specials raus, da werde ich wohl im Januar wahrscheinlich dann auch den Januarbock dann da präsentieren. Den Weihnachtsbock habe ich ja, glaube ich, präsentiert. Also berichtigt mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, den habe ich präsentiert. Ja, die haben alle noch diesen klassischen Bügelverschluss mit Plopp. Ich glaube, im Norden ist das eher noch weiter verbreitet. Ne? Diese Plopp-Flaschen, die sind hier, das hat sich irgendwie, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, denn es ist ja eigentlich praktisch. Es ist wieder verwertbar, ne? Das wird dann alles waschen, ausgespült und dann wieder zu verploppt. Ne? Bis das hier natürlich irgendwann rausreißt, das ist klar, das passiert manchmal. Das ist mir selber auch schon passiert. Das kann auch also übel wehtun. Das habe ich wirklich mal geschafft, dass ich da, das muss aber einen Fehler gehabt haben. Dann habe ich da mit Druck, weil ich gemerkt habe, es geht nicht leicht. Dann habe ich da fest drauf gedrückt und dann macht es plötzlich baff, ne? Dann kriege ich das Ding da an den Kopf. Ich habe gedacht, ich flippe aus. Gell? Ja, aber sowas passiert halt einmal im Leben. Wisst ihr, so ein Montagsmodell. Ne? Ja, also ich stehe noch, also von dem her ist es nicht so schlimm. Jetzt probieren wir das aber erstmal auf euer Wohl. Die Weiße aus Salzburg. Anständiges Weißbier. Also da kannst du nicht meckern. Ich habe es zum Glück auch im Liegen, transportiert, im Kühlschrank auch liegen gehabt. Und jetzt noch ein bisschen stehen lassen, ein paar Minuten, bis ich hier mein Ding aufgestellt habe, wieder wie immer. Mein Licht gemacht habe. Es ist immer noch ein Provisorium, weil ich warten muss, bis der Baumarkt wieder auf hat, um mir eine neue, für meine Steinlampe, so eine Kerze zu kaufen. Vielleicht gibt es auch in irgendwelchen anderen Läden, aber es geht ja im Moment auch noch so mit dem Provisorium. Und wie man so schön sagt, wird aus irgendeinem Provisorium irgendwann ein Dauerzustand. Ne? Es kann sogar sein, dass ich das so lasse, weil ich finde, es ist ein recht gutes, angenehmes Licht so. Und dann kann ich meine Salzlampe als Nachttischlampe stellen. Ich mache das dann spontan. Ihr werdet ja sehen, wie die künftigen Abendvideos dann aussehen. Aber sehr gut, ja. Gut ist sehr süß. Sehr süß.
sehr süß, muss ich sagen. Fruchtig, definitiv. Ja, ist so ein bisschen ist zitrusfruchtiger auch, geht es wieder mehr rein. Ne? Sehr fruchtig. Ist eigentlich mehr ein Sommerbier, finde ich. Also die Weiße aus Salzburg würde ich definitiv eher als Sommerbier einordnen. Aber es schmeckt jetzt trotzdem auch mal gut im Winter. Nein, Bier kann man immer trinken. Das könnt ihr euch schon mal als großes philosophisches Zitat von mir merken. Wenn euch jemand jemals darauf anspricht, welcher berühmte YouTuber das gesagt hat. Bier geht immer, ja, dann wisst ihr, das ist von mir. Cheers, auf euer Wohl. So, ich habe natürlich, weil es nur eine kleine Flasche war, auch noch eine zweite mitgebracht. Und das Blond Enigma. Wow, jetzt wird es ja immer schlimmer. Enigma. Also, es wird ja, wir begeben uns ja immer auf dünneres Eis hier heute Abend. Ne? So, und zwar ist das witzigerweise, ich glaube Holland, nee, ist nicht Holländisch, oder ist Belgisch? Nee, doch Holländisch, doch, aus Utrecht, Niederlande, genau. Und was steht, was ist da alles drin? Wasser, Gerstenmalz, der Wheat, Hopfen, ja. Doesn't contain animal products. Wie geil. Als wenn das jemand da wirklich erwarten würde bei dem Bier. Gut, vielleicht wegen dem Gag. Obrer. Brewery. 6,2%, also schon recht stark. Ja, blondes Enigma. Also das Cover ist recht lustig. Vielleicht haben sie sich deshalb den Gag erlaubt mit, also keine tierischen Zutaten. Also, das ist ja das Schöne am, Bier, dass es zumeist also sogar auch von Veganern getrunken werden kann. So, jetzt werden wir mal probieren, ob das was taugt. Also farblich sieht es fast genauso aus wie das Weißbier, aber es ist ja kein Weißbier. Jetzt lassen wir uns da mal überraschen. Cheers, auf euer Wohl. Ach du liebe Güte, das ist ja noch viel süßer. Das ist ja schon fast zu süß, finde ich. Also schlecht ist es nicht. Es erinnert entfernt ein bisschen an das IPA, wo ich ja jetzt schon verschiedenste Sorten in den letzten Monaten, wenn ihr das mitverfolgt habt, präsentiert habe, weil das wirklich eins meiner Lieblingsbiere ist. Das ist im Sommer halt einfach was Geiles, weil es halt wirklich so fruchtig und reingeht wie Tee. Aber man muss aufpassen, weil es halt auch teilweise echt knallt, wenn es dann mal die 6,5, 7% Grenze überschreitet. Das hier ist jetzt 6,2 noch, also stärker als ein Pils, aber das ist immer noch weit unter den normalen Beschaffenheit von einem, von IPAs. Aber es geht geschmacklich in die Richtung. Ich würde mal gerne wissen, was die da. Wo ist das denn? Ah, die schreiben nur. Nee, das ist einfach aus Utrecht. Mir steht da gar nicht dabei. Okay. Also, es ist okay. Es ist kein schlechtes Bier. Es können einen Tick mehr Kohlensäure haben. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt die Weiße vorher getrunken habe und die hatte wirklich richtig viel Prickel. Das ist natürlich im Verhältnis gesetzt. Dann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt kein Highlight, es ist nicht total vom Hocker reißt. Aber es ist ein passables Bier. Ne? Es ist ein passables Bier. Es hat ja auch niemand gesagt, dass die Niederländer den Anspruch auf sich erheben müssen können, das beste Bier zu brauen. Dafür können sie andere Sachen gut. Ne? Jo. Ich habe auch ein belgisches noch im Schrank, das will ich auch mal unbedingt präsentieren müssen. Aber. Als nächstes kommt wieder mal ein ultra stark Bier. Das habe ich nämlich schon ein paar Wochen im Kühlschrank, aber habe jetzt immer Leute Sachen vorgezogen, die halt jetzt klassisch Winterbiere passen. Dann Leute, die mir Sachen geschickt haben, die haben dann halt immer Vorzug vor den Sachen, die ich sowieso halt ja halt auf Lager habe. Ja, dann wünsche ich jetzt also auch nochmal abschließend euch einen schönen Abend. Ich freue mich, dass ihr immer so ja, treu dabei bleibt. Ich sehe, dass ich 200, 300 Aufrufe immer im Schnitt kriege, selbst in den Weihnachtsfeiertagen, wo die Leute wirklich anderes zu tun haben, weil sie mit ihren Familien zu tun sind, halt viel zu machen, ne?
hat trotzdem jeder irgendwie findet die Zeit, sich reinzuziehen. Das freut mich, das macht mir Spaß, weil ich sehe, ihr habt auch Spaß dran. Das finde ich richtig cool. Also sage ich mal, stay tuned. Ja, schöne Zeit zwischen den Jahren, aber wir werden uns auf jeden Fall noch zwischen den Jahren für weitere Videos sehen. Wie gesagt, das habe ich ja schon vorgestern gesagt und ich werde mir nach Neujahr dann mal eine Woche Pause gönnen. Aber bis dahin kriegt ihr noch im Durchschnitt jeden Tag ein Video reingehauen. Ne? Das steht fest. Alles klar, bis bald. Hab ich lieb. Trinkt ordentlich. Lasst es krachen. Blast kein Trübsal. Ah, da kommt noch ein lustiges Wortspiel. Das kommt im übernächsten Video. Der Turmbläser. Aber da lachen wir dann, wenn es soweit ist. Für heute reicht's erstmal. Bis bald, euer Dave. Tschüss.